Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zum neuen Wochenorakel für die Woche von dem 18. bis zum 24.06., auf die ich wirklich sehr gespannt bin, weil in die Woche fällt dann ja auch der Sommeranfang. Das heißt, ihr hört dann Mittwoch nochmal von mir für mit dem Sommerorakel, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und dann ist das ja auch die dritte Juniwoche, wo wir ja im Juni-Orakel liegen hatten, dass wir mit den Neuanfängen, die wir im Juni gestartet haben, jetzt Zimmer für Zimmer in unserem Inneren umbauen. Ja, und das ja nun auch wirklich geschützte und geführte Umbaumaßnahmen sind. Und dann sind wir ja auch noch in der Neumondphase, ja, Neumond bis Vollmond. Und das bestätigte das Ganze ja auch nochmal, ja, wo es ja wirklich um die Herzensentfaltung, Sinnsuche und um die Ich-Bin-Gegenwart ging, ne? Ja. Und deshalb bin ich jetzt sehr gespannt, was euch die nächste Woche so erwartet oder zumindest den kleinen Ausschnitt an Gruppen, den ich mit so einem Orakel begleiten kann. Ja, ich weiß ja, dass ich euch immer nicht alle mitnehmen kann, aber ich versuche dann ja doch so ein paar aus ihrer Wochenendsituation abzuholen und auch da bin ich dann immer neugierig, was euch die Woche erwartet, was so auf euch zukommt. Ja, und ich habe die Gruppen mal wieder mit den Claire Story Cards von Nadine Breitenstein abgefragt. Mit diesen Karten arbeite ich momentan wirklich sehr gerne. Und da das ja alles immer noch sehr geführt und geschützt ist und Herzensentscheidungen sind, ja, gibt es die geballte Engelpower. Als Zusatzkarten und auch Atlantis und Lemurien dürfen dabei für mich nicht fehlen. Und Highlight, das kennt ihr ja, habe ich, ne, frage ich ja immer mit dem Gilded Reverie Linnemore ab. Da bin ich ja ziemlich unflexibel. Und die Warnung wieder mit dem Licht- und Schattenlenormand aus dem Angelina Schulze Verlag. So, ihr Lieben. Und welche Gruppen nehmen wir mit in die nächste Woche? Zum einen alle, die euch am Wochenende in einer Situation befunden habt, wo es euch nicht schnell genug voranging. Ja, ihr seid in einer bestimmten Situation, wo ihr euch ein schnelleres Vorwärtskommen wünscht. Ja, das kratzt euch zu sehr an der Oberfläche. Ja, ihr möchtet, dass das tiefer, entschlossener und schneller geht. Ja. Also, dass es quasi hinter die Fassade geht, ne? Okay. Da ist eine Fassade am Bröckeln, ne? Und das geht nur Schritt für Schritt. Das ist euch zu langsam. Dann begleiten wir noch alle, die in Sachen Familien Gründung, Partnerschaftszusammenführung, sich stark belastet fühlen, gerade so, ja. Ihr habt das Gefühl, dass eure Verbindungen belastet sind, ja, und ein Stillstand herrscht, wo ihr einfach nicht weiterkommt, ja. Karmische Belastung. Wissen viele nicht, dass es karmische Lernaufgaben, die dahinter sind, die dahinter stecken. Deswegen sage ich das jetzt extra so, ne? Dass ihr euch in eurer familiären
Oder auch in euren Beziehungen, dass ihr die am Wochenende halt als belastend empfunden habt, ja? Ihr kommt nicht weiter. Es stagniert. Ein Stillstand. Ja? Da sind die schon besser dran, ne? Hier geht es zumindest Schritt für Schritt. Okay. Und als dritte Gruppe. Hier. Da gibt es ein temperamentvolles Fortschreiten, ja? Fortschritt mit Energie, ja? Temperamentvoll. Fortschritt in Richtung neues Leben, ja? Einen überzeugten Fortschritt hattet ihr am Wochenende. Sehr schön. Und ja, das scheint mir hier eine Tempogliederung zu sein, ja, hier da, wo alles stagniert, ja, wo eine starke gefühlte Belastung ist und hier die Gruppe, wo es einfach zu langsam geht und immer nur an der Fassade kratzt und hier, wo ein schnelles Vorwärtskommen, ein temperamentvolles, energetisches Fortschreiten ist, ja. Dann richten wir doch auch uns nach diesen Tempovorgaben hier, oder? Und dann fangen wir mal in der Mitte an, weil das ist ja dann sozusagen die Gruppe, wo sich gerade gar nichts bewegt. Na, wo eure Verbindungen familiärer Natur, partnerschaftlicher Natur, von euch als sehr belastend wahrgenommen werden gerade, ja? Fangen wir doch mal mit euch an. Und zwar, darf ich euch sagen, dein Zuhause, ja? Dein inneres Zuhause, ja? Ihr erinnert euch an das Juni-Orakel, Wohnzimmer, dritte Woche, das ist dann ja jetzt, die kommende Woche ist dritte Woche, ja. Da hatten wir im Juni-Orakel auch das jetzt, das innere Wohnzimmer, der innere Bereich umgekrempelt wird, ja. Und du merkst davon nichts. Ja, das fühlt sich für dich so an, als wäre es eine starke Belastung, als wäre alles im Stillstand, als wäre alles nicht richtig. Ja, aber auch dieses Gefühl, dass alles nicht richtig ist, ist der Startschuss für eine Neuausrichtung. Ja, für eine Neuausrichtung in deinem inneren Zuhause. Ja, und das ist jetzt gerade wirklich sehr stimmig mit dem Juni-Orakel. Ne? Es wird dir hier jetzt auch noch mal von Michael mitgegeben. Dein Zuhause, dein inneres Wohnzimmer, ja, wird von Engeln beschützt. Hier, frage deine Engel. Ja, es wird beschützt. Und dann kommt von Lemurien, sehr passend zu, frage deine Engel, schau, die Ich Bin Gegenwart. Und damit, also das ist eine Gruppe, die zieht komplett durch meine Orakel, ne? Also da wirklich nochmal Juni-Orakel angucken und Neumond-Orakel. Wir befinden uns gerade mitten in diesen beiden Zeitqualitäten, ja? Und im Neumond-Orakel haben wir die Meister, die aufgestiegenen Meister gefragt, ja? Und da habe ich auch erklärt, was die Ich Bin-Gegenwart bedeutet und dass du, um das Ganze anzuschieben, dir genau diese Frage stellen sollst, ne? Ich bin. Und dann wirst du eine Antwort bekommen. Und diese Antwort, die du bekommst, hier, frage deine Engel. Diese Antwort wird jetzt geschubst, gepusht und gefördert in dieser Phase bis zum Vollmond. Wow. Wow. So, und aus Atlantis kriegen wir noch das Solarplexus-Chakra mit. Ja, das ist unser Kraftwerk, ne? Wenn wir das ankurbeln sollen, das Solarplexus-Chakra,
Dann über Spaß und Entspannung, ne? Indem wir gut zu uns selbst sind. Ja, ist klar bei den Belastungen. Und wie sind wir gut zu uns selbst? Indem wir rausfinden, ne? Ich bin. Und was werden wir zu dieser Frage bekommen? Antworten von unseren Engeln, weil genau das jetzt geschützt ist. Okay? Sehr stimmig. Also die Ich Bin-Gegenwart habe ich mit den aufgestiegenen Meistern im Neumond-Orakel erklärt. Guckt euch das uns gerne nochmal an, ja? Ich kann das im Wochenorakel, wisst ihr ja, dadurch, dass ich immer versuche, mehrere Gruppen abzuholen, leider nicht so genau erklären. Aber ist im Neumond-Orakel erklärt. Guckt es euch nochmal an. Eure Warnung. Ja. Eure Warnung liegt jetzt wirklich darauf, in diesem Stillstand zu verharren. Ja? Dieser Stillstand, der ist der Tod für jeglichen Neuanfang. Ja? Wenn ihr euch da jetzt dem Jammern hingebt, ja, schlechter Laune, dem gequält sein, ja, dies, das nicht nach vorne zu schauen, ja, nicht die Antwort auf das Ich Bin, da auf diese Antwort nicht zu hören, ja, das erstickt jeden Neuanfang im Keim. Und ihr wisst, dass das jetzt gepusht wird, deswegen bekommt ihr Antworten auf das Ich Bin, ja. Also verfallt jetzt nicht in Jammereien, steht auf mit der Frage Ich bin und lauscht auf die Antworten, die ihr bekommt. Dann habt ihr als Highlight zu erwarten, ja, dass es wie ein Geschenk sein wird, ja, dass diese Stagnation nur noch ein kurzer Umweg ins Glück ist, ja. Dass der Weg wohin ist ins Glück. Ja. Also auf jeden Fall am Ball bleiben. Nächste Woche nicht ins Jammertal verfallen, ja, sondern immer auf die Antwort der Frage Ich bin lauschen. Fragt euch Ich bin und ihr werdet eine Antwort bekommen. Okay? So. Dann gucken wir weiter. Und wenn ihr da keine Antworten drauf kriegt, ja, dann könnt ihr mich auch anschreiben. Dann können wir auch zusammen das Cosmic Gate legen. Ja, das ist, um euren Wünschen auf den Grund zu kommen und was das Universum für euch bereithält. Ja, das finden wir darüber raus. So, dann haben wir vom Tempo her gesagt. Als nächstes kommen die, die schon Schritt für Schritt vorangehen, ne? Aber das nur eine Fassade zum Bröckeln bringt, ja, und zu oberflächlich ist und nicht schnell genug geht, ja. Das ist die Situation, in der ihr euch befunden habt. Und dann gucken wir natürlich auch auf die Botschaft für euch. Und da haben wir von den Engeln: Benutze deine Imagination und du wirst die Antwort zu diesem Thema sehen. Es gibt etwas Besseres. Aha, ja. Was haben wir für Juni gesagt? Wir haben gesagt, Neuanfänge, ja, die aus eurer Mitte, aus eurer Herzensentfaltung kommen, die werden gepusht und gefördert. Wenn es euch in einer Sache zu langsam geht, ihr nicht in die Tiefe kommt und es immer oberflächlich bleibt, ja, dann nutzt ihr doch auch mal die Ich Bin-Gegenwart aus dem Neumond-Orakel, weil der Grund dafür scheint zu sein, dass es etwas Besseres gibt. Und deswegen geht es nur Schritt für Schritt ganz langsam vorwärts. Lemurien sagt dazu: Dankbarkeit für alles, was ist. Das Problem ist wohl,
dass du dich da selbst beschneidest, ja? Du formulierst gar keine höheren Ansprüche, ja? Du bist dir nichts Höheres wert. Du lässt das laufen, ja? Ja. Dankbarkeit für alles, was ist. Da, du befasst dich gar nicht damit, ob es etwas Besseres gibt. Dir ist die Situation zwar zu, oder dir geht das zu langsam, nicht schnell genug, aber du machst das vom Außen abhängig, ja? Du zeigst keinen Einsatz. Du bist dankbar für das, was du da bekommst, auch wenn es dir nicht schnell genug geht. Du musst dir bewusst machen, dass es da etwas Besseres gibt, dass das vielleicht gar nicht die richtige Marschrichtung ist, dass du da vielleicht mal deinen Blickwinkel ändern musst. Und Lemurien sagt auch ganz klar dazu, genau, schau mal, du hast deine Machtanteile verteilt, ja, und jetzt wartest du darauf, du bist nicht Herr über das Geschehen hier, du wartest einfach ab. Du machst von anderen abhängig, wie das läuft, was du zurückbekommst. Du hast keinen Eigeneinsatz. Ja? Du verteilst Erwartungen, Forderungen und bist dankbar, wenn etwas zurückkommt, was deiner Erwartung entspricht. Wunderst dich, dass das Ganze nicht schneller geht, weil dein Einsatz fehlt. Ja, und das Bewusstsein dafür, dass es etwas Besseres gibt, als die Macht anderen zu überlassen. Die Macht über das Vorwärtskommen. Ja, und da gucken wir jetzt auch mal in deine Warnung. Und deine Warnung liegt darauf. Oh, die Warnung ist sehr individuell. Also das ist für mich immer die Behörde. Ich kriege jetzt Finanzbehörde rein. Also Finanzamt. Ja. Oder eine Vaterfigur. Also aus dem Elternbereich, ja. Ihr habt also entweder einer Behörde, einem Finanzamt oder einem Elternteil vielleicht auch Macht über eine finanzielle Situation gegeben, ja. Und dadurch habt ihr die Entscheidungsgewalt der Entwicklung aus der Hand gegeben. Und genau da liegt die Warnung drauf, ja. Diese Entscheidungsgewalt hier, diese Seelenanteile, diese Macht, wem anders, einer Behörde oder einer Eltern-, Großelternfigur zu überlassen, ne? Das gehört nicht in den Bereich Juni-Orakel, Neumond-Orakel, ja. Das ist keine Entscheidung, die ihr von Herzen verfolgt, keine Entfaltung eurer Persönlichkeit, ja, im Einklang mit dem Herzen. Ihr wartet auf Entscheidungen ab. Ihr habt die Entscheidungsgewalt wem anders übergeben. Jemand Autoritäres. Und wundert euch, dass es zu langsam und zu oberflächlich geht, ja. Ihr beschränkt euch, indem ihr für Kleinigkeiten schon dankbar seid. Braucht ihr gerade nicht. Ihr könnt gerade aus den vollen schöpfen, wenn es aus den richtigen Gründen getan wird, ja. Weil es für euch eine Herzensangelegenheit ist, weil ihr eure Persönlichkeit damit entfalten wollt. Ja? So, und genau da liegt nämlich auch das Highlight.
deine Aufregungen, die du deshalb hast. Hier. Karmisch. Ja. Es ist geschützt, die Neuanfänge im Juni. Ich kann es euch nur immer wieder sagen. Sind geschützt, wenn sie aus den richtigen Gründen angefangen werden. Ja, schau. Und wenn du hier aktiv wirst und dir die Macht, die du anderen über deine Entwicklung gegeben hast, wieder zu dir zurückholst, dann sorgt das Karma, das Schicksal für einen Chancenausgleich. Okay? Ja. Sonst guckt ihr auch gerne nochmal Juni und Neumond Orakel an. Ja, jetzt kann ich dir halt nur sagen, übergib die Entscheidungsgewalt nicht an andere. Werd selber tätig, ja? Du bist geschützt. Wenn du dankbar bist für diese Kleinigkeiten, wirst du auch nicht mehr bekommen. Okay? Wenn du dankbar bist, dann sagt sich das Universum, scheint ja zu reichen. Okay? Ihr müsst euch immer vor Augen führen. Ihr seid geliebt und habt das Beste verdient, solange ihr aus den richtigen Gründen handelt. Hier. Und es gibt etwas Besseres. Es gibt etwas Besseres. Macht euch nicht kleiner, als ihr seid. Okay? Es müssen nur die richtigen Gründe sein. Und dann braucht ihr euch nicht klein zu machen. Wer von seinem Herzen aus handelt, hat immer das Beste und alles verdient. Okay? So, das war schon. Ich glaube, ich darf nicht so viele Karten nehmen, ne, wenn ich die Wochenorakel für euch lege. Jetzt müssen wir nämlich wieder ein bisschen Gas geben. Es gibt wieder so ein abruptes Ende. Aber dafür sind wir ja auch bei der richtigen Gruppe angekommen. Nämlich bei der Gruppe, die Gas gibt. Ne? Also, ihr habt schon den Fortschritt in Richtung neues Leben, neue Bereiche, was auch immer, was ihr jetzt neu angefangen habt, ja, das ist ein Fortschritt und für den habt ihr Energie gehabt am Wochenende, ja, da habt ihr ein Temperament, da habt ihr einen Optimismus, es geht vorwärts und dadurch, dass das ja auch alles geschützt ist, zieht euch das dann auch richtig, ne? Also ihr braucht wahrscheinlich gerade nicht so viel Schlaf etc. pp., weil ihr geht temperamentvoll nach vorne. Okay? Und dann gucken wir mal bei euch. Ja. Und auch da haben wir es wieder liegen, ne? Wieder hier, Juni-Orakel ist wieder das gleiche. Dritte Woche, Neuanfänge, jetzt geschützt. Ja, hier, setz dich durch. Wow, yeah, richtig, geh voran. Sehr schön. Ja, also ihr seid wirklich hier sehr im Juni-Orakel drin. Und euch zieht es auch. Ja? Euch zieht es. Ihr dürft die Neumondphase nochmal nutzen. Macht euch die Ich-Bin-Gegenwart bewusst. Und ihr müsst erstmal die Zügel zu euch zurückholen. Ja? So, aber wo es dich nach vorne zieht, das ist geschützt. Deine Kinder, die Neuanfänge, ne? Die kleinen Schritte, sind beschützt. Setz dich jetzt durch. Alles richtig. Alles richtig. Lemurien. Eins sein mit allem, was ist. Alles richtig. Du bist jetzt eins mit allem, was ist. Deswegen hast du jetzt auch die Energie, ja? Deswegen zieht es dich nach vorne. Du hast bestimmt ganz viele tolle Antworten auf Ich bin. Dich zieht es. Da. Setz dich durch. Achte dabei ein bisschen auf dein Kronenchakra. Ja, am Kronenchakra ist unsere Anbindung nach oben, wenn man es so nennen möchte. Ja, Verbindung zur göttlichen Quelle. Die hast du. Du bist da jetzt geschützt. Kann man auch nichts zu sagen. Nichts mehr zu sagen. Ja, sehr schön.
gucken wir mal auf deine Warnung. Ah, okay. Deswegen auch ein bisschen auf die Anbindung achten, ne? Also, ich habe dir ja schon gesagt, dass du vermutlich jetzt gerade viel Energie für diesen Fortschritt hast, ne? Hier, Temperament. Es zieht dich in die Richtung. Achte dabei ein bisschen drauf, dass du dich jetzt nicht verzettelst, okay? Also mach jetzt nicht zu viel auf einmal. Hier, schau mal. Chaotisch sein. Chaotisch sein wäre jetzt nicht so gut, ne? Wenn du dadurch dann eine Überforderung hast, ja, dann saugst du deine Energien schnell leer und rutschst dann wieder in die Passivität, weil du dich verzettelt hast und nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist, ja. Also hier auch ruhig Pause machen, ne? Hier Anbindung, drauf achten, ja. Und nicht in Schuldgefühle verfallen, ja. Das nicht. Verfall nicht in Schuldgefühle, verzettel dich nicht, mach Pause zwischendurch, ja. Und verfall jetzt nicht wieder in die Passivität. Du bist genau auf dem richtigen Weg, wo du dich jetzt so durchsetzen kannst. Aber mach nicht alles auf einmal, okay? Das ist alles, worauf du achten brauchst. Geh nicht in die Überforderung. Mach Schritt für Schritt. Es ist richtig, es ist gut. Ja, dann hast du nämlich als Highlight zu erwarten, dass du dich wirklich rausziehst gerade. Du ziehst dich raus. Wo ziehst du dich raus? Aus dem Irrgarten, in dem du dich befunden hast. Ja? Und das Schritt für Schritt. Du wirst gezogen. Achte auf deine Anbindung. Ja? Du bist jetzt eins mit allem, was ist. Das fühlt sich für dich wahrscheinlich auch schon wesentlich ganzer an. Ja? Und genau das ist dein Highlight. Ja? Dieser Ausweg liegt in der Aktivität, in dem Männlichen. Ja? Oder es ist auch tatsächlich ein Ausweg, dem du mit deinem Gegenüber hast, ja. Den möchte ich dir hier mal nicht absprechen. Auch da drin ist ein Fortschritt dann zu sehen. Aber das wirst du selber besser wissen, ob es der Ausweg aus einer Situation ist, ein Ausweg ist aus dem Irrgarten, den du mit einem Gegenüber hast. Es ist egal, was es ist, ne? Beruflich, partnerschaftlich. Dich zieht es jetzt in eine Richtung, die dich aus diesem Irrgarten direkt Richtung Ausweg aus dem Labyrinth führt. Ja? Übernimm dich nur nicht dabei, verzettel dich nicht, ja? Damit es nicht so viel wird, dass du dann doch wieder in die Passivität verfällst. Richtung ist die richtige. Sehr schön. Ja, und sehr stimmig mit der Neumondphase, ja, und sehr stimmig mit dem Juni-Orakel. Könnt ihr euch gerne nochmal angucken, ja. Gerade hier der Bereich, der sich partnerschaftlich, in welcher Beziehungsform auch immer gerade stark belastet fühlt, ne. Guckt ihr nochmal an, was die aufgestiegenen Meister zu der Ich-Bin-Gegenwart gesagt haben. Ja, das ist schon sehr faszinierend, dass die hier wieder auftaucht. Und es ist immer noch in der Neumondphase. Und wir haben jetzt aus Lemurien wieder die Ich-Bin-Gegenwart auf den Tisch bekommen. Also wird es schon was Gutes sein, sich genau damit zu befassen. Aber ich kann es ja leider jetzt nicht wiederholen. Ihr wisst ja, ne? Wochenrokrakel, immer um mehrere Gruppen abholen zu können. Kurz und knackig. Und wenn ihr es tiefer wollt, dann gerne bei mir melden. Ansonsten komme ich Mittwoch wieder mit einem Sommerorakel. Und das wird dann auch ein bisschen entspannter. Bis dahin.